Hallo und willkommen zurück bei Vlog und Weg. Heute ist einfach wunderbares Wetter, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir eine kleine Bootstour. Und da drüben an der Mosel liegt auch schon der Anleger fürs Schiff. Und da gehe ich jetzt mal hin. Die Tour, die wir jetzt machen, ist eine kleine Panoramarundfahrt und dauert etwa eine Stunde. Da ist ja schon mal ein freier Platz. Wunderbar. So, wir sind jetzt hier auf dem Schiff angekommen. Jetzt geht es erstmal für eine Stunde in die Richtung und dann geht es danach nochmal für eine Stunde in die andere Richtung. Und ja, wir genießen jetzt ein bisschen den Wind und die Mosel. Also bei dem Wetter, wo es so richtig sonnig ist, muss man sich auf jeden Fall auch eincremen. Deswegen mache ich das jetzt mal. Während der Rundfahrt gibt es immer wieder informative Durchsagen. So habe ich zum Beispiel erfahren, dass die Bastion und einige der ältesten Häuser in Falzel schon seit der Renaissance existieren. Jetzt fahren wir durch die Brücke. Hierbei handelt es sich um die Eisenbahnbrücke Trier-Falzel, eines der Kulturgüter der Region Trier. Sie verbindet Ruwer und Falzel und ist auch als Falzler Brücke bekannt. Strand! Da waren wir schon beim Stand-Up-Paddling-Film. Das Video ist unten verlinkt. Schaut da mal rein. Oh, da vorne ist schon wieder die Anlegestelle. Das heißt, wir sind gleich wieder da. Eine Schiffsfahrt ist natürlich gerade bei diesem tollen Wetter ein besonders schönes Erlebnis. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!